Liebe Trader, die Märkte sind zurück im Bullenmodus. Der S&P 500 ist gestern aus der Konsolidierung auf ein neues Jahreshoch ausgebrochen. Die Nasdaq steht unmittelbar davor und auch die Marktbreite ist gesund, denn sämtliche Trendfolgesignale haben wieder eine Trefferquote größer 80%. Im heutigen Video werfe ich einen Blick auf die neuen Listen für die Top-Wachstumsaktien und stelle interessante Trading-Kandidaten für den heutigen Handel vor. Grundsätzlich, Anfang jeder Woche wird von unserer Seite aus ein softwaregestützter Screening-Prozess durchgeführt und wir erhalten zwei Listen für die Top-Wachstumsaktien in den USA. Diese finden wir über den Explorer und wenn wir hier runter scrollen, unter dem Menüpunkt Fundamentale Auswahllisten, zum einen haben wir hier die Top Growth 150 Liste, inspiriert bei William O'Neill und der Ken Slim Strategie und noch eine weitere Liste genannt Top Wachstumsaktien. Hier werden die reinen fundamentalen Kennzahlen für Umsatz und Gewinn auf Jahres- und Quartalsbasis zugrunde gelegt. Im ersten Schritt fusioniere ich diese beiden Listen, weil es immer Aktien gibt, die in beiden Listen vorkommen und damit ich eben diese tägliche Screening-Routine noch mehr optimieren kann, habe ich dann eine Liste für die Woche. Diese nenne ich Top Growth Kalenderwoche 37 und diese Liste prüfe ich täglich auf interessante Trading-Kandidaten und vor allem dann, wenn die Marktbreite wieder in einer gesunden Verfassung ist, wenn man beobachten kann, prozyklische Signale werden gut angenommen, beginnen durchzuziehen, dann macht es doppelt Sinn, hier wirklich den Fokus drauf zu legen und Aktien zu folgen, die eben aus bullischen Konsolidierungen ausbrechen und ihre intakten Trendbewegungen nach oben hin fortsetzen. Wie man im Trading Desk bereits gut erkennen kann, habe ich diese Kursliste um weitere Screening-Kriterien erweitert und auch bereits ein paar Aktien grafisch hervorgehoben. Essentielle Screening-Kriterien sind für mich Trendstärke, Trendstabilität und den Abstand zum Jahreshoch. Als Ergänzung füge ich dann gerne noch das Range-Kriterium hinzu. Mit den ersten drei genannten Kriterien habe ich aber wirklich die Möglichkeit, diese Top-Wachstumsaktien auf sämtliche bullischen Konsolidierungsformationen zu prüfen. Und diese Aktien, wenn diese eben bullisch konsolidieren, dann packe ich mir diese auf die Watchlist. Wenn dann entsprechende Stärkesignale kommen, zum einen vom Gesamtmarkt und dann auch wiederum von den Aktien, dann bin ich hier geneigt, diese Titel entweder für eine mehrtägige Swing-Bewegung nach oben hin zu begleiten oder bei einer attraktiven Story wirklich auch den mittelfristigen Einstieg zu suchen. Was haben wir gerade für Auffälligkeiten? Natürlich der Biotech-Sektor macht weiterhin einen guten Eindruck und auch US-gelistete China-Aktien präsentieren sich auch weiterhin stark. Je mehr Argumente wir für eine Aktie finden, umso besser, desto höher ist dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen der Top-Bullen auf unserer Watchlist haben. Ich sortiere im ersten Moment nach dem höchsten Trendstärkewert und hier sehen wir schon eine Weibo, Trendstärkewert 5 führt diese Liste mit an. Auch hier wiederum heute ein möglicher Kandidat für die Longseite nach dieser kurzen Verschnaufpause. Wesentlich besser gefällt mir aber eine Autohome. Hier haben wir immer noch einen überzeugenden Trendstärkewert von 4,1, also zählt auch unter die Top 5 der trendstärksten Aktien unter den Top Growth Stocks aktuell und wir sehen hier schönes Konsolidierungsverhalten jetzt hier in den letzten Tagen beziehungsweise auch schon über die letzten Wochen. Dieser Ausbruch wird schön verteidigt und wenn jetzt hier heute neue Stärke reinkommen sollte, gerade jetzt hier aus dieser Kontraktionsphase heraus, dann ist die Aktie ein möglicher Kandidat für die Long-Seite, denn neben der Tatsache, dass US-gelistete China-Aktien einen guten Eindruck machen, wird der Trend Online-Autokauf derzeit in China massiv gespielt. Die beiden Firmen, die den Markt dominieren, sind zum einen Autohome und eine BitAuto. Auch weitere US-gelistete China-Aktien wie China Lodging oder zum Beispiel eine Alibaba überzeugen mit hoher Trendstärke und auch eine Alibaba könnte im gestrigen Handel ein neues Trendfortsetzungssignal generiert haben. Eine Grubhub, auch für mich ein interessanter Trading-Kandidat. Zuletzt neuer Pivotal Point nach guten Zahlen. Daraufhin gab es die erste Impulsbewegung. Diese wird jetzt hier in den letzten Wochen bullisch auskonsolidiert. Die Aktie ist in Schlagweite zum Jahreshoch hier. Sehr schönes Konsolidierungsverhalten am Hoch. Das sehe ich sehr, sehr gerne. Und wenn hier ein neuer Breakout-Versuch starten sollte, dann könnt ihr auch hier ein neues Kaufsignal generiert werden und zumindest ein weiterer mehrtägiger Rallye. Impuls starten, eine Stamps.com, auch hier wird dieser jüngste Pivotal Point schön verteidigt, die Aktie könnte jetzt auch hier auskonsolidiert haben, das heißt wir könnten mit einem weiteren Swing Low argumentieren und wenn auch hier heute
neue Stärkeimpulse in der Aktie sichtbar werden sollten, dann haben wir die Möglichkeit, mit einer Risikotoleranz von ca. 3% eine Long-Position zu eröffnen. Mit einer Cognex haben wir die Möglichkeit, den Trend Industrie- und Service-Robotik zu spielen. Und wir sehen, im gestrigen Handel ist die Aktie jetzt auch an diese obere Trading-Range herangelaufen, was ja auch das Jahreshoch widerspiegelt. Und wenn heute Anschlusskäufe reinkommen sollten und diese Short-Term- bis Long-Term-Flatbase nach oben verlassen werden sollte, dann könnte auch hier diese Aufwärtsdynamik sich deutlich bestätigen. Im nächsten Schritt sortieren wir jetzt mal noch nach Aktien mit der höchsten Trendstabilität. Hier bekommen wir zum Beispiel noch eine Blue Cora auf den Schirm. Auch hier sehr schönes Konsolidierungsverhalten über die letzten Wochen. Und wir sehen ein sehr trendstabiler Verlauf dieser Aktie. Die Aktie ist in keiner Phase in irgendeiner Form heiß gelaufen. Und die Chancen stehen gut, dass auch dieser Trend sich jetzt hier in Kürze nach oben fortsetzen könnte. Ich habe eine Trendlinie hinzugefügt und dann einen Linksklick auf die Linie und habe gesagt, Rechtsklick Alarm hinzufügen. Und wenn die Aktie heute nach oben ausbrechen sollte, werde ich darüber im Trading Desk auch sofort informiert. Wir haben Merit Medical Solutions auch hier sehr schön, wie die Aktie jetzt an diese Trend Continuation Line herangelaufen ist. Heute könnte hier ebenfalls der Breakout gelingen. Ja, ich nehme die Trendlinie rein, ich nehme das gestrige Tageshoch als Referenz, Linksklick auf die Linie, Rechtsklick Alarm erstellen. Und abschließend könnten wir jetzt auch nochmal nach dem Abstand zum Jahreshoch sortieren. Hier bekommen wir dann zum Beispiel noch eine Red Hat auf den Schirm. Auch ein überzeugendes Konsolidierungsverhalten jetzt hier in den letzten Tagen innerhalb einer engen Range auf Jahreshochniveau. Auch hier müssen wir beobachten, ob heute weitere Stärke reinkommt. Schöner, intakter Aufwärtstrend, wurde auch mehrfach fundamental mit guten Zahlen untermauert. Und abschließend ist auch noch eine PayPal erwähnenswert, denn hier gelang gestern auch der Ausbruch aus dieser Konsolidierung auf ein neues Jahreshoch. Visa ist ebenfalls nach oben ausgebrochen. Auch eine Mastercard befindet sich gerade in einer dynamischen Rallye-Bewegung, notiert auf Jahreshochniveau. Das heißt, der Trend Mobile Payment wird gespielt oder allgemein präsentieren sich die Zahlungsabwickler stark, sodass auch hier heute Anschlusskäufe reinkommen könnten.